Hallo Community, hier ist der Empty Biker. Ich freue mich, der erste Monat ist komplett und ich darf euch meine Anlage bzw. die erzeugten Werte vom Januar vorstellen. Zuerst mal hier ein Bild mit der Nordausrichtung der Anlage und ein kurzer Überflug der Gesamtanlage. Seht ihr gleich als Einspieler. Kurzer Rundflug über meine Anlage 18,75 kWp, Aufteilung Richtung Süd, das große Dach, wo ihr gerade seht, 30 mal. Dann die Richtung West sind dann 10 Module und Richtung Ost dahinter, seht ihr auch gleich, sind nochmal 10 Module. Das sind 50 Module mit 375 Watt, Solarfabrik Mono S3, 120 monokrystalline Halbzellenmodule und die hängen an einem Fronius 17,5 3M Wechselrichter ohne Speicher. Hier diese Dachfläche, die ihr seht, die kann noch später belegt werden, falls mal wieder Geld übrig ist. So, was habe ich denn überhaupt von meiner Anlage zu erwarten? Bei meiner Dachneigung von 35 Grad, die Südausrichtung, wie ihr seht, minus 31 Grad, also nicht richtig Richtung Süd. Die Ost ist auch ein bisschen daneben und die West auch ein bisschen. Aber immerhin, die Süd soll 1193 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak geben, die West mit 1122 ein bisschen schlechter und die Ostanlage mit 850 Kilowatt Peak. Da werden wir ein bisschen Schatten habe. Im Schnitt gibt es 1110 Kilowattstunde pro Kilowatt Peak. Bin auch ziemlich südlich von Deutschland, fast an der Schweizer Grenze. Und es sind bei meiner Anlage 20.800 Kilowattstunden zu erwarten. Gucken wir mal die Auswertung rein. Da habe ich hier Tabelle, natürlich aus dem Netz geklaut, nicht selber gebaut. Hier habe ich gleich mal Schnee hingeschrieben. Was heißt das? Logisch, hier hat man Schneefall und die Werte entsprechend 160 Watt an einem ganzen Tag, hier 580 Watt, hier ein Kilowatt. Also nicht so schön, da habe ich mir auch überlegt, Schnee auf dem Dach zu räumen, habe es mal versucht. Meine Gerätschaften passen aber noch nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich mir mal zulege oder ob ich es einfach so laufen lasse. Ende des Monats hat er nur ein paar schöne Tage. 49, 47 und 45 Kilowattstunden. In Summe 666,5 Kilowattstunden. Ertrag. Also ich bin zufrieden. Laut PVGIS sollte ich 656 bekommen. Das heißt, ich liege 1,6% über dem PVGIS-Erwartung. Bin mehr als zufrieden. Februar soll sich mal ranhalten. Da braucht man nämlich ca. 300 Kilowatt mehr wie die 666. Gut, gehen wir mal aufs Webportal. Das ist der Januar. Ihr seht, Anfang Januar war es recht gut im 1. Januar. Dann kam der Schnee zu, ein richtig tiefes Tal, das Tal der Tränen. Bei mir recht kurz. Der Rest vom Monat ist sehr gut gelaufen. Freut mich wirklich. Gucken wir mal in die einzelnen Daten rein. Fangen wir an, am 6. Januar, schön mit Schnee. 6. Januar, seht ihr, die Erzeugungskurve passt natürlich überhaupt nicht zur Verbrauchskurve.
Aber Schnee ist halt Schnee. Zehnte, 13. habe ich jetzt hier. Ja, 12. Da wird es schon besser, da gibt es wieder Schnee weg. Und hier eine schöne Kurve. So gefällt mir die Sache. 13. 14. noch besser. Und 15. Okay, sieht auch schön aus, die Kurve. Und so geht es durch den Monat durch. Mal runter, mal rauf. Die Verbräuche. Ja, im Sommer haben wir mehr Strom, da kann man mehr direkt verbrauchen. Gucken wir einfach mal durch. Ja, wir brauchen abends am meisten Strom. Seht ihr hier immer wieder mal. Auch sogar nachts um 23 Uhr brauchen wir 1,5 Kilowatt. Warum, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber wird schon seine Gründe haben. 20. 28. 29. Ja. Viel Verbräuche hat man da nicht so. Aber mit 37 Kilowattstunden ein ordentlicher Ertrag. 30. 45. Kräftige Einbrüche. Was glaubt ihr, was hier los gewesen wäre, wenn das sonnig gewesen wäre? Dann wären wir hier ordentlich hochgekommen. Gut, 31. Gehen wir mal in die Analyse selber rein. Da springen wir gleich zum 13. 13. Januar. Machen wir so und haben wir noch. So, Süddach ist grün, der String. Nordostdach hängt an einem String, ist die blaue Linie. Hier seht ihr 50 Watt, 50 Watt. Boah, verrückt. Schnee, Schnee, Schnee. 14. Schnee, Schnee, Schnee. Süddach ist natürlich schon lange wieder abgeschmolzen. Und hier um 15 Uhr. 25, 15.30 Uhr, da hat es einen Rums gemacht und von der Wäschanlage ist ein Sack voll Schnee runtergekommen. Hat doch ein bisschen produziert am Feierabend. Der 15., da sieht man wieder die Ostanlage, komplett Schnee. Und ab 12 Uhr fängt die Wäschanlage zu produzieren, steigt an. Die Südanlage geht schon wieder langsam runter und die Westanlage steigt noch an. Hier sieht man recht schön die Westanlage, die produziert noch Strom, obwohl die Süd schon ins Bett geht und Feierabend macht. Da haben wir 16.40 Uhr Feierabend und von morgens 8.25 Uhr, also halb neun, bis halb fünf, dreiviertel fünf. Hier stelle ich es nochmal an. Die Ostanlage hat immer noch kalt zu. So, am 17. fängt es jetzt auch langsam an zu produzieren. Hat halt nochmal 3 Tage länger gedauert, bis sie hochkommt. Okay, natürlich, wenn keine Sonne da ist, nur mal einmal am Tag ein Peak, dann kann es auch nicht viel rauskommen aus dem Teil. Schade eigentlich. Aber das Sommer. Ich freue mich so dermaßen, wenn ich auch wieder mit dem Bike raus kann. Genial. Ja, schöne Spielerei. Ich hoffe, euch gefällt's. Gerne dürft ihr mich abonnieren, kommentieren, wenn ihr wollt. Schreibt gerne was rein, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich versuche, mich zu bessern. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
euer Entebiker. Natürlich dürft ihr mir auch gern einen Daumen, ein Like oder ein Abo dalassen. Keine Frage, immer gern gesehen. Grüße euch, der Entebiker.